Hi ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Graces. Beim letzten Mal haben wir uns durch dieses Schloss, so Vorraum vom Schloss gekämpft, haben uns die nicht ganz tolle Innenarchitektur hier angeguckt. Und wir müssen den Raum hier oben noch erkunden. Allerdings hatte ich ein paar kleine technische Probleme, weswegen ich den letzten Part nochmal nachspielen musste und aus Versehen die Kiste hier schon eingesammelt habe. Aber ich habe mir gemerkt, was drin war. Nämlich das Meistertonikum C bringt uns 300 FP, wenn wir ihn benutzen. Ja, ist jetzt beim ersten Playthrough vielleicht ganz cool bei uns momentan. So viel FP, wie wir am Ende eines Kampfes bringen, machen 300 jetzt nicht ganz so viel aus. Aber naja, wir heben es mal auf. Kann gut sein, dass die Level jetzt ein bisschen anders sind als beim letzten Mal, weil ich ja wie gesagt das Stück nochmal nachspielen musste. Aber ich denke, es sollte nicht allzu dramatisch sein. Wenn da jetzt ein bisschen ein Level mehr, ein Level weniger, wie auch immer. So, Schloss, Barona. Jubidi-dubidi-du. Jubidi-dubidi-du. Hallo, Turtles. Was hast du zu sagen? Mir geht's gut. Wir Turtles führen uns an Orten wie diesem, wie zu Hause. Ja, das freut mich doch. Dann kann ich ja meinen Mixer bei dir aufladen. Und, nur mal ein bisschen Zeug verkaufen, oder? Wir haben schon wieder so viele Sachen. Wir haben schon wieder viele Sachen. Ich möchte bitte nur 25 haben von allem. Damit ich, wenn ich etwas finde, es auch, ups, mitnehmen kann. Trank des Lebens. Ach. Viele braucht doch keiner. So oft werden wir schon nicht sterben. Okay, wir schauen uns jetzt hier um. Wer mein Let's Play schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein bisschen Probleme habe, mich in Schlössern zu orientieren. Aber ich glaube, dieses Schloss hier war nicht ganz so dramatisch. Es gibt übrigens große Ritteradler hier im Schloss. Ritteradler? Ob sie die Adler extra irgendwie zum Ritter ausbilden? What? Ich meine, es gibt doch auch Polizeihunde. Vielleicht gibt es in der Welt eben Ritteradler. Warum nicht, ne? Ansonsten haben die einfach nur ein großes Problem und haben wilde Vögel in ihrem Schloss. Das ist nicht ganz so von Vorteil, würde ich mal behaupten. Never, never. What's our motto? Never give up. Ach, ich liebe den Spruch am Ende. So. Hast du mitbekommen, dass hier Vögel rumfliegen, Kumpel? Ja, okay, scheinbar hast du mitbekommen. Er hat auch einen Vogel dabei. Vielleicht ist es echt so gang und gäbe hier. Vielleicht bilden die hier immer Teams mit mehreren Rittern und Vögeln. Erstmal müsste es hier eigentlich wissen. Und ihr habt gerade unten gesehen, wir haben Lachsreisbällchen gekocht. Ich habe nämlich die, das Essen im Elfmixer geändert. Kann ich euch auch gleich noch zeigen nach dem Kampf. Ja, das war alles, Sophie. Zumindest alle für diesen Raum. Ich habe nämlich die Reisbällchen raus und dafür die Lachsreisbällchen rein. Die heilen uns auch, wenn wir weniger als 60% KP haben, wie die Reisbällchen auch. Allerdings heilen sie nicht 11%, sondern 30% und erhöhen noch unsere physische Verteidigung. Ich dachte mir, das ist ein bisschen besser, ne? Ich finde das ein bisschen besser. So, was haben wir hier? Oh, keine Angst, ich will ja nichts tun. Der Kampf brach so plötzlich aus. Ich hatte keine Zeit wegzulaufen und bin hier drin gelandet. Das tut mir sehr leid, aber ich glaube, in diesem Raum hier bist du ziemlich sicher. Es sei denn, es kommt ein wilder Adler vorbeigeflogen. Trank des Lebens. Yay, 3 Stück. Wow, seht ihr? War kein Problem, dass wir wollen welche verkauft haben. Schon wieder 3 gefunden. Sehr schön. Ist da eine Tür? Nein, okay. Bisher ist das Schloss sehr geradlinig. Es war jetzt die einzige Abzweigung da oben. Das war eine Sackgasse. Damit kann ich leben. Was haben wir hier jetzt? Ein Feind. Und ein Adler. Hier sind wirklich einfach überall Adler. Das ist unglaublich, ne? Es ist unglaublich. Und Bogenschützen. Ich mag keine Bogenschützen, weil die greifen aus der Entfernung an und das tut weh. Autschi, autsch. Hörst du auf, von Weitem hier schießen zu wollen? Das möchte ich nicht. Nein, 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 nein. Auch versuch's gar nicht erst. Versuch's gar nicht erst, Kumpel. Ich hau dich eh vorher. Autschi. Wow. Könntest du aufhören? So, jetzt aber. Warum brauchen wir jetzt so lange, die zu besiegen? Sind genau die gleichen wie vorher auch. Au. Ja, das killt ihn. Das war abzusehen. Das sah schon so brutal aus. Gut, das scheint aber auch ein langer Gang zu sein. Das ist in Ordnung. Und oh, kein Vögelchen dabei. Ja, sowas aber auch. Sind in die Vögel ausgegangen? Ja, die müsste ich nachziehen. Cool. Vor allem dauert die Animation nicht zu lange. Ist ja immer ganz cool, wenn die so schick und ausgepeilt und lang ist. Aber wenn sie zu lange ist, mag man das nicht.
Und ich merke gerade, Sherry hat ein weiteres mystisches Art gelernt. Kann das sein? Weil ich war eigentlich der Meinung, ich hätte sie alle ausgeschalten. Nein, habe ich nicht bei ihr. Trotzdem ist es neu. Es ist ja Level 2 mystisches Art schon. Ha. Sie ist doch neu in der Party. Wahrscheinlich habe ich es deswegen auch nicht ausgeschalten. Okay, erstmal hast du inzwischen auch ein neues gelernt. Ja. Ja. Ach, beim Tempo-Modus ist das okay. Sophie, hast du zwischen auch? Ja, Level 3 Art sogar schon. Und Level 2. Sophie hat schon alle ihre. Okay. Richard spiele ich sowieso. Dann ist es egal, was er gerade tut. Das steuere ich jetzt sowieso gerade selbst. Der wird schon keinen Schwachsinn machen, wenn ich mal wechsle. Nein, nein. Bitte nicht. Hey, Vogel. Ich merke, du möchtest Aufmerksamkeit. Das tut mir sehr leid. Bestimmt wird der Vogel einfach nur noch draußen. Bestimmt ist er irgendwie aus denen hier reingeflogen. Jetzt findet er nicht mehr raus. Und dann haben die Ritter gedacht, so, ach, machen wir doch einfach einen Ritter aus ihm. Warum nicht? Wenn er schon hier auftaucht. War dann auch auf der Ritterakademie. Ob er es zusammen mit Adlan trainieren musste. Ja. So viele Fragen, Leute. So viele Fragen. Wisst ihr, ich würde gerade zaubern, dann wurden sie besiegt. Ich fühle mich so ein bisschen... Weiß nicht. Finde das nicht so nett. Ich finde das einfach nicht so nett von den Feinden. Das sind zwei Wege. Das finde ich auch nicht so nett. Zwei Wege sind nie gut. Zwei Wege sind immer ouch. Ja, zwei Wege sind immer ouch, Leute. Merkt's euch. So, ich würde gerne den Bogenschützen vermöbeln. Der geht mir nämlich tierisch auf den Senkel. Und der andere da auch. Geh weg. Ausweichen. Okay. So, du bist erledigt. Jawohl. Und der andere auch. Sehr schön. Wäre das geklärt? Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da unten ein langer Weg ist oder rechts lang gehe. Oder kommt schon der nächste Feind angerannt. In Ordnung. Werte das Dreier mystische Art Sophie. Ja, ein bisschen Overkill im aktuellen Zeitpunkt im Spiel, aber mir egal. Richard, you're hurt. No, I'm fine. Don't worry about me. Man nimmt, was man kriegen kann, nicht wahr? Und wenn wir Level 3 mystische Art kriegen, dann nehmen wir auch Level 3 mystische Art. Halt, Bogenschütze. Dankeschön. Hallöchen, du da. Du sagst aber, wenn du hinten stehst, bist du sicher, was? Haha, bist du nicht. Nicht sicher vor Prinz Richard. So, erledigt. Ich wollte schon wieder zaubern und sie wurden vorher besiegt. Am Kampfanfang kann ich nicht zaubern, weil sie mich vermöbeln und am Kampfende kann ich nicht zaubern, weil sie sterben. Das ist echt blöd. Ich würde gerne ein bisschen zaubern. Menno. Okay, ich probiere es gar nicht erst. Sie kommen so auf mich zugerannt. Ja, ich probiere es doch. Haha, Rachebeißer. Om nom nom. Autsch. Jetzt hat er mich wieder gehauen. Ich meine, ich könnte ja theoretisch immer meinen Temposchub aktivieren. Dann können die mich ja nicht unterbrechen, während ich caste. Aber es wäre ein bisschen Verschwendung bei so normalen Kämpfen. Wie lang ist dieser Gang hier eigentlich? Und vor allem, wie viele Ritter hier rumrennen? Ist echt krass. Ich meine, okay, wir sind so im Krieg. Halb im Krieg. Na, eigentlich sind wir schon so ein bisschen im Krieg. Ich meine, Onkel Cedric gegen Prinz Richard mit seinen Soldaten aus Grailside. Die haben bestimmt schon mitbekommen, was in Weilburg passiert ist hier. Richard, that was impressive. Well, I'm nowhere near your level, Asbel. Die haben bestimmt ein paar Botschafter. Vielleicht die Adler. Vielleicht sind die Adler auch so ein bisschen brieftaubenmäßig. Vier Wege, oh mein Gott. Ich gehe erstmal hier oben lang. Versuche mal auf der Ebene zu bleiben. Vielleicht sind die Adler auch so ein bisschen brieftaubenmäßig und haben jetzt schon die Meldung überbracht, dass Weilburg gefallen ist. Möglich wär's. Wir wissen es nicht. Wir werden es niemals erfahren. Es sind alles reine Spekulationen. Spekulatius. Das wäre jetzt cool. Aber es ist Sommer. Und Spekulatius ist irgendwie so ein Winteressen. Weiß auch nicht. Es sind einfach nur Kekse. Man könnte sie genauso gut im Sommer essen. Aber ich habe sie immer nur im Winter. Ein weiteres Mysterium. Vogel, geh bitte weg. Dankeschön. Vielen Dank, Vogel. Sehr nett von dir. Und ich könnte mal darauf achten, wie viele FP wir am Ende eines Kampfes bekommen. Dem ich ja vorhin meinte, dass unsere... Hat mir sein Level 2 mystisches Art schon gesehen? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich es gesehen. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe gerade irgendeinen Satz angefangen. Dann habe ich mich selbst unterbrochen mit dem mystischen Art. Wow, gut gemacht.
Gut gemacht. Ah, 1300 FP, das habe ich gerade gesehen, weil ich ja meinte, die 300 FP von dem Item finde ich allzu viel. Und ihr seht, ja, da wir auf Chaos spielen, ist das wirklich nicht so viel. Hey, Kumpel? Oh, ihr Ritter, so stark. Das ist nicht gut, du warst einer von uns. Nein, ein Verbündeter. Was ist ein Feind? Wie kann die Rebellenarmee nur so stark sein? Wobei, ist ja eigentlich nur so ein halber Feind. Eigentlich sind es ja auch die Ritter von Richard. Die haben sie halt nur als Cedric verschrieben. Oh, eure Hoheit, verzeiht, dass ich euch enttäuscht habe. Du hast mich nicht enttäuscht. Ich meine, du hast scheinbar den Feind hier erledigt und mir damit einen Kampf erspart. Du hast meine Erfahrungspunkte geklaut. Ich meine, du hast mir einen Kampf erspart. Vielen Dank dafür. Hört das hier im Kreis rum? Oh. Eure Hoheit, bitte, passt auf. Euch auf. So stark. Wer ist so stark? Wer? Runentunika. Das klingt cool. Ist das für die Damen? Ja, offensichtlich für die Damen. Sehr schön, dann bekommt Sophie das. Ist das jetzt der Raum, in dem wir schon aufgeräumt haben? Okay, das hört ja echt einfach so im Kreis rum, oder? Wenn hier jetzt auch keine Feinde sind. Nee, okay. Dann scheint das echt so im Kreis rum zu gehen. Da rechts war nichts mehr? Moment, es tut mir leid, ich muss nochmal abchecken. Ging es da rechts echt nicht weiter? Gar nicht mehr? Nö. Wände abklappern. Oh, scheinbar. Nö, okay. Ist einfach nur einmal ein großer Weg im Kreis herum. In Ordnung, das kann ich mir merken. Damit kann ich leben. Es ist nicht so verwirrend wie andere Schlösser. Ich finde das sehr gut, Richard. Ich mag dein Schloss. Das ist nicht so schlimm. Dieses Kellergewölbe eben war fast schon schlimmer. Also im letzten Part. So, noch mehr Ritterchen. Ist eigentlich auch ganz gut mit den Feinden hier. Da weiß man zumindest, wo man schon war und wo man noch nicht war. Hier waren wir definitiv noch nicht. Hier sind zumindest auch mal keine Adler dabei. Ist ja Bogenschütze, ne? Gibt mir so auf den Keks. Hörst du auf, von hinten anzugreifen? Ich mag das nicht. Will das nicht, okay? Und wenn der Prinz das nicht will, dann ist es ein No-Go. Nope, ouch. Jetzt haut der mich. Jetzt haut der mich auch noch. Hat er uns eigentlich mit seinem Bogen? Ich habe nicht so genau drauf geachtet. Also wenn wir direkt vor ihm stehen. Sieht man das überhaupt in dem ganzen Gemetzel hier? Wahrscheinlich nicht so. Oh, ich glaube, er hat uns mit der Faust geschlagen. Was ich eben richtig erkannt habe. Ah, sehr schlau von dem Kerl. Sehr, sehr schlau. Au. Nom. Oh, hey, ein Vogel. Ich kann mal wieder zaubern. Hui. Seelensammler ist ja unspektakulär, der Zauber. Man sieht die kaum, wenn man nicht richtig drauf achtet. Diese kleinen schwarzen Strichchen, die da rumfliegen. Da ist Rachebeißer cooler mit seinem Nom-Effekt. Achtung. Nom. Yay. Nochmal. Nom. Nochmal. Nom. Nom. Und yay, Schwerterflut. Das war cool. Diesmal kam ich gut durch mit den Zaubern. Das waren ja mal nette Feinde. Sieht man den Schlossgarten, wenn man hier durchguckt? Sieht so aus, gell? Schick. Ob man da auch noch hinkommt? Ich erinnere mich zumindest nicht dran. Also wahrscheinlich nicht. Oder ich hab's vergessen. Beides gut möglich. Aber wir haben ja eigentlich keine Türen bisher in die Richtung gesehen, von daher kommen wir wahrscheinlich eher nicht dahin. Schade. Und oh, ich wollte gerade Nom machen. Hör auf mich zu hauen. Nom. Nochmal. Nom. Sherry, ja, ich wollte Nom machen. Menno. Hey, dann halt nicht. Sind wir jetzt irgendwann komplett im Kreis gerannt? Na, hier waren wir definitiv noch nicht. Oh, ich bin erledigt. Das sehe ich. Ich könnte dir einen Trank des Lebens geben. Wir haben genug. Aha. Sehe ich ganz genauso. Ein Speicherpunkt. Wir werden mal speichern. Da drüber speichern. So. Sind wir schon durch? Ich meine, das ist ein Speicherpunkt. Das heißt meistens, wir haben das Ende erreicht oder auch nicht. Hätte ja sein können. Das wäre jetzt so schön gewesen, wenn dieses Schloss schon vorbei wäre. Das ist ein ziemlich großes Schloss. Wir haben eine Feder geklaut. Ja, haut ab oder wir klauen euch all eure Federn.
wo die Feder dem Adler geklaut haben. War da ein Adler dabei? Muss ja eigentlich ein Adler dabei gewesen sein, oder? Warum sollen die anderen Federn mit sich rumschleppen? Das ist halt einfach eine Schreibfeder. Oder die Ritter haben vorher dem Adler die Feder geklaut. Jetzt haben wir sie ihm geklaut. Wir klauen quasi Diebesgut. Stimmt, wir müssen überhaupt klauen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Also manche Charaktere haben manche Attacken, mit denen man irgendwas klauen kann, wenn man sie benutzt. So, wenn man ein bisschen Glück hat. Aber da wir aktuell nichts brauchen, habe ich noch nicht drauf geachtet. Oh, ich habe da oben gerade was gesehen, was mir nicht gefällt. Absolut nicht gefällt. Ah, na gut. Au, oh Gottes Willen. Zwischendurch hauen die dermaßen Damage raus. Autschi, dautschi, dautschi, dautschi. Ich hüpfe hier mal ein bisschen im Kreis rum. Dass mich jemand heilt. Ja, danke schön, Sophie. Sehr nett von dir. Missy's Art. Yay, wisst ihr was? Gleich nochmal. Oh yeah. Nope. Uns kann niemand stoppen, Mutter. Hat auch keiner gedacht. Außer sie, eventuell. Ugh. Major Victoria, what are you doing here? I'm not here on Academy business. Surely you realize that. You're Cedric's guard. Gold star for you, young man. But you need to leave here. No! I see. Then you leave me no choice. Okay, Victoria. 40.000 KP, das ist einiges, aber wir versuchen es. Eigentlich will ich gar nicht gegen sie kämpfen. Ich wollte auch schon nicht gegen Malik kämpfen. Jetzt will ich auch nicht gegen sie kämpfen, aber das Spiel lässt uns ja leider keine Wahl. Immerhin ist es... Oh Gott, jetzt bestimmt Mystisches Art, oder? Oh, nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich will kein Mystisches Art bekommen. Nein, 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 nein. Definitiv nicht. Was wollte ich sagen? Ja, wir haben zumindest den Vorteil, dass sie alleine ist und wir sind zu viert. Sollte man meinen und hoffen, dass wir eine gute Chance haben. Vielleicht sollte ich auch draufhauen, statt hier zu casten. Vielleicht sollte ich vorne mit draufhauen. Ich glaube, es ist effektiver. Dann sind zumindest die Heiler besser geschützt. Autschi. Und sie hier mit Aspel und Richard beschäftigt ist. Die haut echt ganz schön Damage raus. Oh nein, 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 nein. Du hast schon müsstest an, oder? Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Aspel nicht sterben. Aspel nicht sterben. Okay, er lebt wieder. Das ist gut. Genau, jetzt haust du drauf, Aspel. Jetzt hau ich drauf. Und Sophie haut drauf. Und jetzt erst wieder draufhauen. Ja, ein bisschen schneller. Kriegen das noch nicht so gut getimt, mein Junge. Das müssen wir noch üben. Wir müssen mehr zusammen Zeit verbringen. Tuten, tun, das war ein guter Satzbau. Wir müssen mehr zusammen kämpfen. So, jetzt wieder du, Aspel. Jawoll. Und jetzt ich wieder. Pium, 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 pium. Ja, geht doch. So schaffen wir das. So schaffen wir das. Und eigentlich kriege ich noch ein bisschen Art. Komm schon, Elephant. Och Mann, warum du? Ich dachte, wir kriegen gerade einen Elephant-Schub. Ich wusste, sie hat ein mystisches Art. Ich habe es kommen sehen. Sharia, kannst du wiederbeleben? Ich muss gestehen, das weiß ich gar nicht auswendig. Auch bei K.O. Auferstehung. Ja gut, dann mach mal. Nein, 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 nein. Oh. Sharia, du sollst nicht dich heilen, du sollst Sophie... Meine Güte. Tolle Krankenschwester bist du. Echt super. Echt super von dir. So. Und bitte am besten, bevor der Kampf vorbei ist, ich habe nämlich keine Lust, dass Sophie die Erfahrungspunkte verliert. Dankeschön. Und jetzt überlebst du bitte, Sharia. Und Victoria könnte jetzt bitte down gehen. Bitte, wie viel hat sie noch? Na gut, 2900 ist nicht allzu viel. Nee, ouch, ouch, ouch. Nein, 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 nein. Yeah. Okay, nochmal schön geheilt. Sehr gut. Jetzt aber, komm schon. Oh, haben wir ein Pergament bekommen? Brauchen wir das nicht für die eine Sidequest in Greatside? Nicht Sidequest. Auftrag. Anfrage. Ach, ihr wisst, was ich meine. Genau, Pergament. Da muss ich es gar nicht mehr hereinlegen. Unser Elephant-Mixer ist leer. Nein. Dann kann ich hier ja wieder
rein. Eisenkraut. Safran, Kreisverteidigung. Ha. Physischer Angriff, KP. Wir nehmen Salbei mal. Was sagst du dazu? Du bist stark geworden. Ja, das bin ich wirklich. Wie noch immer von uns beiden du meinst. Zutat, Erspe, man weiß es nicht. Zwei Wege, links oder rechts. Ich würde aber sagen, ich gehe erstmal zu diesem Speicherpunkt zurück und werde den Part an dieser Stelle beenden. Denn das wirkt sehr final gerade und wer weiß, was da für eine Cutscene kommt. Schauen wir uns am nächsten Mal an. Also dann. Ciao, ciao.